jetzt gibt es noch einen Rossmann-Haul. Ich möchte gleich einen Kartoffelsalat machen. Mein Weltbestklasse Kartoffelsalat. Übrigens, ich werde Tomatenfrischkäse machen. So lecker. Da kommt eine Knoblauchzehe rein. Es beginnt mal wieder ein Mischmas zwischen Einkaufs-Haul-Video. Ich war gerade beim Lidl, weil ich war unterwegs und habe zwei Sachen von eBay Kleinanzeigen abgeholt. Und dann dachte ich mir, ich muss ja noch schnell zu Lidl Brot kaufen. Natürlich kam nicht nur Brot mit. Ein paar Angebote habe ich auch mitbekommen. Und dann kam mir gleich eine Inspiration, was ich jetzt zum Mittagessen koche. Und deswegen kam mehr mit. Ja, ich zeige euch jetzt mal, was schnell beim Lidl mitkam. Es kam einmal mit... Genau, das war auch 50% sogar runtergesetztes Toast. Ich denke, heute Abend machen wir Sandwich Maker Toast, habe ich mir gedacht. Jetzt zum Mittag gibt es nämlich Reis mit Gemüse und Cevapcici. Genau. War auf 39 Cent runtergesetzt. Dann schaut mal, meine ersten Erdbeeren dieses Jahr. Aber schauen die, also ich weiß nicht, die sahen so zum Anbeißen lecker aus. Also ich hoffe, die schmecken auch genauso lecker. Aber die riechen schon. Oh, soll ich mal probieren? Ob die schon schmecken. Also das sind meine allerersten Erdbeeren dieses Jahr. Aber die sahen einfach ja, unglaublich lecker aus. Schaut euch mal diese Erdbeere an. Wie aus dem Bilderbuch, oder? Ich weiß nicht. Sieht man das überhaupt nicht? Das ist wahrscheinlich nicht so scharf, aber... Also wie gemalt, finde ich. Manchmal. Die schmecken richtig gut. Die ersten Erdbeeren. Oh, hätte ich mehr mitnehmen sollen. Naja, obwohl Erdbeeren halten ja nicht so lange und dann ist auch nicht so gut. Was ist mit dir? Ja, ich habe das Ding mitgegessen. Dann geht's weiter. Super, jetzt habt ihr mitbekommen, wie ich eine genüsslich eine Erdbeere gegessen habe. Jetzt wollt ihr bestimmt auch alle Erdbeeren. Oder auch nicht. Da habe ich ganz normalen Reis mitgenommen. Normal nehme ich immer Basmati-Reis. Jetzt habe ich mich mal für den hier entschieden, weil er einfach günstiger war. Für 99 Cent, keine Ahnung, Barbouillet-Reis. Locker und körnig. Dachte mir, das würde schon passen. Genau. Dann bin ich auf die Idee gekommen mit der Reispfanne, weil die Cevapcici hier im Angebot waren. Das heißt, im Angebot sind halt runtergesetzt gewesen. Statt 1,99 nur 99 Cent. Da habe ich mir gedacht, ich koche jetzt Reis. Und dann habe ich, warte jetzt mal, dann habe ich so eine Gemüse, gefrorene Gemüsepfanne mitgenommen. 1,29 hat die gekostet. Also Reis koche ich, dann mache ich eine Pfanne, dann brate ich, dann schneide ich die so ein bisschen auseinander, mit so ein Stückchen. Brate ich den Reis an, das an, brate ich die Cevapcici an. Und dann das Gemüse und dann tue ich den Reis dazu und dann menge ich das so ein bisschen um, vielleicht noch einen Schuss Sahne oder so, ein bisschen Kräuter. Ich glaube, das schmeckt jetzt, da sind ja schon Kräuter sogar drin. Pfannenfertig, gewürzt sogar. Ja, schaut, da sind Kräuter schon drin. Und dann gibt es mal so ein bisschen was Gesunderes. Besser, wie zumindest, ja, wie Nudeln. Wir essen gerade nur jeden Tag Nudeln. Dann habe ich noch gesehen, dass Steak runtergesetzt war von 3,99, glaube ich, 3,95. Oder nee, 3,99 auf 1,99. Dachte mir, perfekt zum Einfrieren. Ja, das ist halt günstig, ne, für 1,99. 600 Gramm. Ich weiß nicht, soll ich alles einfrieren oder möchtest du das heute Abend ein Steak noch essen? Weiß nicht, aber da kommt es ja sehr weit damit. Ja, das ist ja nur für die Gemüsepfanne. Ich weiß. Das ist so als Beilage, so ein bisschen Fleisch, Hähnchenfleisch. Hähnchen, Cevapcici sind es übrigens. Mein Mann immer. Nein, ich kann kein Steak aufheben. Soll ich alle einfrieren, oder? Zum Grillen? Ja, heute Abend ziehen wir keinen Bock, ein Steak zu essen. Ja, dann isst du unsere Gemüsepfanne heute Abend. Nee. Doch, die schmeckt lecker. So, ihr Lieben, das war mein Einkauf. Was habe ich denn ausgegeben beim Lidl, 7,63 Euro, also vollkommen human eigentlich. Das Beste war natürlich das hier. Seid ihr neidisch? Bestimmt, oder? So, ihr Lieben, es ist schon wieder der nächste Tag. Ich war gerade im Lidl, weil ich gerade unterwegs sowieso war und ihr mir schon öfters gesagt hat, Lisa, wenn du mal so um 19 Uhr beim Lidl vorbeifährst, geh da mal rein, da ist mega viel reduziert. Und ja, ich habe auf euren Tipp gehört und Leute, es war wirklich mega viel reduziert. Ich hoffe jetzt, dass meine Gefriertruhe noch Platz hat, weil sonst habe ich ein Problem. Aber ich weiß gar nicht, aktueller Stand von den Gefriertruhen, keine Ahnung. Das Hähnchen ist draußen, ja, es müsste schon wieder Platz sein. Auf jeden Fall habe ich ganz viel Fleisch gekauft.
Ihr wisst, ich friere das wahnsinnig gern ein. Ich fange mal an, es war alles 50% reduziert. Und ich habe auch noch ein bisschen was anderes mitgenommen. Ja, habe ich auch noch. Einmal Putenhackfleisch, das war auf also 50% reduziert, also hat nur noch 1,14 Euro gekostet. Mega. Dann ganz viele, vier Pakete vom Hackfleisch gemischt für jeweils 1,39 Euro, jeweils 35 Gramm. Und ihr wisst, Hackfleisch ist, ist super vielfältig. Wir machen Spaghetti Bolognese, wir machen damit Hack, Frikadellen, wir machen damit Pelimini, wir machen damit Mante, wir machen damit eigentlich alles, was wir gerne essen. Also Hackfleisch, deswegen habe ich insgesamt 2 Kilo Hackfleisch mitgenommen. Plus das Putenhackfleisch, das ist, glaube ich, auch mal eine Alternative, was anderes. Dann habe ich, er hat mich so angelächelt, Schweinerückensteak extra dünn, war auf 1,29. Ich habe jetzt 2 Pakete mitgenommen, weil ein Paket, ich glaube nicht, dass uns ein Paket reicht. Also wenn wir alle essen, nee, dann reicht es nicht. Deswegen habe ich 2 Pakete mitgenommen und auch nur 1,29 jeweils, also echt günstig. Also wenn ihr mal im Lidl in der Nähe seid um 19 Uhr, die reduzieren da echt viel. Also hätte ich nicht erwartet, dass ich so viel jetzt finde. Ne? Ich bin da wirklich einfach nur vorbeigefahren. Dann habe ich Putengrillis mitgenommen, 1,34 jeweils, also auch 50% reduziert. Kann man auch super einfrieren und dann vielleicht zum Grillen. Und ich dachte mir gerade, zum Salat vielleicht. Ich habe mir auch extra, da kommt noch was, aber ich habe mir auch einen Salat mitgenommen für 79 Cent, weil ich ja so viel Putenfleisch mitgenommen habe. Da dachte ich mir, ich mache jetzt einen Salat, brate mir ein Putenfleisch lecker an und das tue ich dann im Salat und dann so umrühren und da habe ich voll Bock drauf jetzt. Ja. Dann habe ich noch Grillfackeln, von Hähnchengrillfackeln mitgenommen, 1,69, die sahen auch irgendwie voll lecker aus. Hähnchenbruststeak für 2,14 Euro. Genau, in Kräuterpanade. Da gab es Joghurtpanade und was weiß ich nicht für Panaden. Und einmal der Nescafé, was mein Mann immer trinkt. Wieder das Original. Letztes Mal haben wir ja nicht original gekauft, weil er mir nicht gesagt hat, dass er leer ist und ich nicht im Vorrat gekauft habe. Jetzt denke ich mir gerade, wieso habe ich nicht 2 davon gekauft? Ist ein bisschen blöd, bin ich auch. Egal. Kann ja nochmal zum Lidl. Den Nescafé auf jeden Fall. Für 4,99 ist der gerade im. Hätte ich doch einfach 2 mitgenommen. Egal, Lisa. Der ist im Angebot für 4,99 im Lidl gerade. Ja, und insgesamt habe ich, das ist schon für eine Menge Fleisch. Also das reicht uns gut wieder ein halbes Jahr mit Sicherheit. Also da bedienen wir uns halt immer in der Gefriertruhe. Wenn wir gerade nicht wissen, was kochen wir heute. Also wir Essensplan denken wir zwar immer, sollten wir machen, aber vergessen wir dann doch. Und machen wir einen Essensplan, halten wir uns eh nicht dran. Also irgendwie klappt das bei uns nicht so richtig. Wir sind dann halt eher so, okay, was kochen wir heute? Und dann gehen die Gefriertruhen auf, was haben wir da? Und dann wird da einfach aus dem Vorrat was gekocht, was zusammengemacht. Ich meine, sowas wie Nudeln, Reis, Kartoffeln hat man ja immer zu Hause. Insgesamt habe ich 20,52 Euro gezahlt. Ich hatte dann auch noch in der Lidl Plus App, die empfehle ich euch auch. Ladet euch auf jeden Fall die Lidl Plus App runter, da gibt es immer super Coupons. Das wie heute jetzt bei mir einfach 1 Euro gespart. Ja, und dann habe ich jetzt 20,52 Euro gezahlt. Kann man echt nicht meckern. Für das, dass wir jetzt wieder ein paar Monate Fleischvorrat haben. Ein paar Monate? Meinst du nicht? Hm. Ne? Ich glaube schon. Ja. Ja, schon mal wieder ein Hackfleisch. Ja, okay, wenn du einmal Frikadellen machst, ist auch wieder ein Paket weg, gell? Mhm. Mhm. Aber ist gut. Ja. Ihr seht mich beim nächsten Einkauf wieder. Hallo ihr Lieben, wir waren gerade einkaufen, ich und mein Mann, also nichts Großes, naja es ist doch viel geworden eigentlich, beim Kaufland eigentlich nur immer, meistens ist es immer so, wir gehen immer samstags einkaufen und dann kaufen wir unsere Naschereien, damit wir gut in das Wochenende starten können, versteht ihr das? Also total komisch. Einmal Grillrippen, die macht jetzt mein Mann mir gleich, also nicht mir, sondern uns, das ist unser Abendessen, hat gekostet, da kostet es Kilo 6,99, wir haben allerdings 2 mitgenommen, die andere ist gerade verschwunden, zeige ich euch später. Dann so ein Steinofenbaguette, weil wir heute wieder den leckeren Tomaten, Tomatenfrischkäse machen. So lecker, da kommt eine Knoblauchzehe rein, da kommen getrocknete Tomaten rein und oh, das ist Foodporn, wirklich Foodporn. Und dazu eben dieses frische Steinofenbaguette, lecker, richtig, richtig lecker. Steinofenbaguette hat 79 Cent gekostet. Hier eine bunt gemischte Tüte mit 4 Brezen und einer Käsesemmel. Brezen haben jeweils 19 Cent gekostet, die waren gerade im Angebot, eine Käsesemmel 39. Und eine Börek-Stange habe ich auch noch mitgenommen für 65 Cent. Die haue ich mir jetzt dann gleich rein, weil ich da voll Bock drauf habe. Einmal ein OSC-Saft, weil ich weiß auch nicht warum, aber von Cola bekomme ich Sodbrennen momentan.
Aber irgendwie geht es mir, wenn ich Cola trinke, danach nicht gut. Und deswegen dachte ich mir, aber ich manchmal, wisst ihr das, dass man, wenn man immer nur Wasser trinkt, dass das irgendwann nervt? Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme einen hohes Teesaft mit. Der war eh gerade im Angebot für 1,11 €. Mein Mann hat kein Sodbrennen von Cola und hat sich eine Cola Zero mitgenommen. Und die war nicht im Angebot. Und die war nicht im Angebot, weil das hat ja auch mein Mann mitgenommen. Ich schaue auf sowas nicht. Und mein Mann schaut auf sowas nicht. Für 1,19 € bin ich ein Papagei oder was? Dann haben wir Grillrippen nochmal. Genau, nochmal einmal. Nicht im Angebot. Nicht im Angebot. Nochmal das Kilo 6,99 €. Und die macht jetzt mein Mann gleich. Ja, Barbecue. Früher gab es mal mit Honig-Senf-Dressing oder sowas. Nicht Dressing, aber Marinade. Und die war richtig lecker, aber irgendwie finden wir die nicht mehr. Die guten Sachen werden doch immer rausgenommen aus dem Sortiment. Mein Mann hat schon gesagt, er tut da jetzt wahrscheinlich ein bisschen Honig draufschmieren, weil dann schmeckt es so leicht süßlich. Richtig gut auf jeden Fall. Einen ganzen Container, wollte ich schon sagen. Sandwich-Toastpackung, die großen, ne? Für 99 Cent. Dann hat da mein Mann noch Wienerle eingepackt für 2,99 €. Und Frischkäse ist im Angebot, Philadelphia. Das brauchen wir eben für unseren leckeren Tomatendip für jeweils 74 Cent. Da hatte ich erst den billigen. Natürlich kommt man bei billigen besser weg, weil das sind 300 Gramm für 89 Cent. Da sind jetzt 175 Gramm für 74 Cent. Aber ist auch Philadelphia. Schmeckt man einen Unterschied? Keine Ahnung. Egal. Er war im Angebot, deswegen. Wahrscheinlich hätte es der günstige genauso gut getan, weil wir das ja eh für noch zusammenmixen mit den getrockneten Tomaten und so. Aber ich glaube, Philadelphia ist trotzdem ein bisschen cremiger und frischer im Geschmack. Bestimmt hochwertiger. Irgendwo muss ja der Preisunterschied auch da sein, oder? Oder meint ihr, das ist echt nur so eine Denkenssache? Denkenssache. Wisst ihr, was ich meine? Naja, könnt ihr mir mal Kommentare reinschreiben, ob ihr findet, dass ein Philadelphia anders schmeckt wie ein billiger, also ein Classic-Frischkäse. Das würde mich mal wirklich interessieren. Sicherheit. Schon, ne? Der hat doch eine andere Herstellung. Andere Cremigkeit allein schon. Eine andere Herstellung. Der war jetzt einfach nur im Angebot für 74 Cent und kostet ja regulär 1,49 €. Und der von Classic, da hat 300 Gramm drin und kostet 89 Cent. Immer, also ganz regulär. Also müssen ja irgendwo Unterschiede da sein. Aber könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und ein Tzatziki-Quark hat mein Mann noch mitgenommen, weil wir eben heute die Spare Ribs machen mit Pellkartoffeln. Genau. Quark. Dass wir morgen wieder richtig lecker Bacon frühstücken können. Einen haben wir noch im Kühlschrank. Aber einer reicht uns nicht mehr. Das ist so lecker angebratener Bacon. Für 1,19 €. Genau. Und ausgeben haben wir dann schon wieder 21,22 €. So schnell sind 20 Euro weg. Ja. Oh, aber ich muss ins Krankenhaus. Er muss ins Krankenhaus. Hast du dich geschnitten? Nein. Nicht? Ich habe Corona. Nicht lustig. Ich melde mich dann wieder, wenn wir irgendwas wieder eingekauft haben. Ihr Lieben, wie steht denn ihr? Jetzt kriegt ihr schnell ein Quickie vom... Quickie. Mein Mann im Quickie im Hintergrund. Vom Einkaufs. Willst du auch den Quickie haben vom Einkauf? Ja? Ich war nämlich gerade im Lidl und da habe ich nur schnell was mitgenommen, damit ich jetzt schnell Abendessen kochen kann. Ja, wie sieht's aus? Und Schokohörnchen, die gab es ja leider im Kaufland nicht mehr. Jetzt habe ich sie schon mal wieder mitgenommen für 99 Cent. Bananen, ganz viele, weil jetzt essen sie irgendwie alle Bananen. Deswegen habe ich jetzt ein ganzes großes Bund Bananen mitgenommen. Kostet das Kilo 99 Cent. Gurken waren für 39 Cent, habe ich auch zwei mitgenommen. Ich möchte jetzt nämlich gleich einen Kartoffelsalat machen. Mein Weltbestklasse Kartoffelsalat. Übrigens ist der auf Instagram das Bild und dann ist der Kartoffelsalat. Das ist der allerbeste auf der Welt. Den müsst ihr testen, das ist Foodporn. Zum Kartoffelsalat möchte ich Frikadellen machen, deswegen habe ich jetzt Hackfleisch mit. Putenhackfleisch war auf 1,14 € reduziert. Dachte ich mir, Pute, Schwein, Rind, mir egal. Deswegen mache ich mit denen Frikadellen mit Kartoffelsalat wirklich hin. Und was ich noch gefunden habe, ist Schweinehaxen. Ich weiß gar nicht, muss das gekühlt werden oder nicht? Das lag jetzt in der Kühltruhe, aber ich glaube, es muss ja nicht mal gekühlt werden. Steht jetzt nichts drauf. Auf jeden Fall war das von 3,79 € auf 1,89 € runter reduziert. Dachte ich mir, das können wir ja auch irgendwann mal machen, weil das ist eine halbe Ewigkeit noch haltbar bis zum 20.09.21. Und das ist halt immer so ein Future. Ja, ein Future. Ein Produkt halt, was man so. Ein Produkt, was man so mitnehmen kann. Das ist ein Aktionsprodukt. Ja. Dann hatte ich noch meine Lidl-App. Da haben sich mich 50 Cent wurde ich geschenkt gekriegt von Lidl. Was ist los, Lisa? 50 Cent hat mir Lidl geschenkt in der Lidl Plus App. Müsst ihr unbedingt runterladen. Ist immer irgendwas Cooles drin.
Und deswegen habe ich dann nur 5,24 Euro gezahlt, ja, für die ganzen Sachen. Ein kleiner kurzer Quickie. Seid ihr noch da an meinem Mix-Haul? Jetzt gibt es noch einen Rossmann-Haul. Ja, da kam einmal mit Wattepad, die brauche ich immer. Die haben 79 Cent gekostet, jetzt muss ich einen Kraftzettel rausholen, gell? Ja, die benutze ich eigentlich immer. Ich hatte mal so einmal Pads, oder ich habe sie immer noch, die sind ja nicht weg deswegen. Aber ja, das waren 6 Stück und dann waren die leer und dann waren die in der Wäsche und dann braucht man doch wieder die. Also ich glaube, wenn man so einmal Pads, habe ich einmal wiederverwendbare Pads. Das sind einmal Pads. Wenn man solche wiederverwendbaren, findet die ganz toll, also genauso wie die, nur dann bräuchte man mehrere. Hatte ich aber jetzt nicht und habe ich nicht und ja. Aber deswegen nehme ich halt dann die. Wobei ich die wiederverwendbaren auch super finde. Dann habe ich so ein Flechtspray gefunden. Dann dachte ich mir, das ist bestimmt ganz cool für die Luana. Die hat ja ganz feine Haare, also nicht so wie ich. Ich habe so Mittelhaare, also nicht fein, aber auch nicht so borstig. Auch wenn die manchmal so borstig aussehen, aber so borstig sind die gar nicht. Und die Bella hat richtig dicke Haare. Die hat so Haare wie ich als Kind früher, aber naja, durch Schwangerschaften, alt werden und so, habe ich nur noch die Hälfte der Haare. Das ist, was ich als Kind mal hatte. Also bei der Bella bräuchte ich sowas nicht. Aber die Luana, die hat so richtige Federn auf dem Kopf von meinem Mann. Und da dachte ich mir, so ein Flechtspray ist vielleicht gar nicht so schlecht. War im Green Label. Habe ich noch nie gehört davon vorher. Was ist da drin? Wahrscheinlich so ein bisschen wie Alkohol. Hm, geil. Das erste Stelle Alkohol. Nächstes Mal schmier ich hier Wodka drauf. Parfüm, Zitronol. Ja, bin mal gespannt. Ich denke halt, da gibt es einfach ein bisschen mehr Griffigkeit und sie fliegen nicht davon. Deswegen, ja. So habe ich zumindest 50 Cent war im Label. Habe ich einfach mal mitgenommen. Das habe ich zum Geburtstag vom Rossmann gekriegt. Hat man ein Duschgel Geschenk gekriegt, fand ich voll süß. Ich habe nicht dran gerochen. Riecht mal an der Drogerieverpackung in der Drogerie mit Maske. Geht ja gar nicht. Oh, der riecht aber gut. Ich habe mich nach Verpackung fand die Verpackung süß und der Koala fand ich süß und dachte mir, den ihr geschenkt und ach. Eigentlich riechen doch alle Isanas fast gut. Und limitierte Edition. Man riecht aber echt gut. Glück gehabt. Genau, das habe ich vom Rossmann geschenkt. Kostet ja aktuell normal 65 Cent. Und jetzt habe ich es geschenkt. Ich kriege es total nett. Und was ich euch immer und immer wieder empfehle, und das ist das Allerbeste, was es nur gibt, kostet 99 Cent. Wenn es im Angebot ist, oder? Oder immer? Ich weiß nicht. Was im Angebot? Nee, ich glaube, das kostet immer 99 Cent. Ich glaube, es kostet gar nicht mehr. Es sind 2 Phasen. Huch, da gibt es auch eins nur mit einer Phase. Aber es ist wichtig, dass ihr das mit den 2 Phasen nimmt. Und Leute, das ist das Allerbeste. Ich habe schon alle günstigen und auch teure ausprobiert, aber ich lande immer wieder bei dem Isana Augen-Make-up-Entferner. Da tut es einfach ein bisschen was aufs Wattepad und es geht, du musst nicht schrubbeln oder so, es geht von alleine weg. Liebe ihn. Genau. Und mehr habe ich dann eigentlich auch gar nicht ausgegeben. Ganze 2,05 Euro habe ich ausgegeben, weil Isana-Dusche war gratis und dann habe ich noch einen 10%-Coupon gehabt und da bin ich doch richtig gut weggekommen. Ja. Ihr Lieben, ich beende jetzt diesen Mix-Haul auch. Dann fange ich wieder einen neuen an. Habe ich ja gesagt, ich packe dann immer so ganz kleine Hauls einfach aneinander. Ihr wolltet, dass ich das immer mache, damit ihr jeden Einkauf von mir seht. Und es macht euch auch Spaß anzuschauen. Und deswegen schneide ich euch das, fange aber, wenn ich wieder was eingekauft habe, wieder neuen an. Also irgendwas habe ich mit meinen Haaren jetzt gemacht. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben. Ihr wisst, freue ich mich immer. Das ist mein Feedback, dass ich weiß, okay, die Videos gefallen euch. Und wir sehen uns bestimmt im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao.